Grüß euch! Heute sind wir wieder mal in Tirol unterwegs, und zwar in Weidring auf der Steinplatte. Die kennen viele von euch vielleicht vom Vorbeifahren am Weg Richtung Skiwelt oder Kitzbühel. Ab und zu hört es ja auch einmal aus, dass man da stehen bleibt und rauffährt, und ob das aktuell der Fall ist, das werden wir uns heute anschauen. Das letzte Mal, dass ich da war, ist ungefähr 10-15 Jahre her, habe aber recht gute Erinnerungen. Seither ist einiges investiert worden. Das ganze Skigebiet ist sehr modern ausgebaut derzeit. Es gibt viele 6er-Sesselbahnen, 8er-Sesselbahnen, 2 Gondeln. Wird, denke ich, ganz nett werden wieder heute. Das Wetter ist zwar nicht ganz so gut wie angekündigt. Man sieht es da ein bisschen hinter mir. Die Sonne kann man ein wenig erahnen. Es ist aber eher grau. Dürfte am Hochnebel liegen. Niederschlag hat es aber keine Sicht, ist gut. Somit steht am Skitag nichts im Wege. Auffahren tue ich jetzt übrigens von Weidring aus mit der Gondelbahn. Dort fährt nach Weidring runter, gibt es leider keine. Das heißt, ich werde dann auch anschließend wieder mit der Gondel nach unten fahren müssen. Ist ein bisschen schade, ist aber geländetechnisch einfach da nicht anders möglich. Auf der anderen Bergseite allerdings, die gehört übrigens schon zu Deutschland, da kann man runterfahren nach Reit im Winkel. Da gibt es ebenfalls keine offizielle Talabfahrt, aber zumindest eine Skiroute, und die ist auch heute offen. Früher hat es da dann nur eine Busverbindung gegeben, mit der man dann wieder zurück auffahren und können auf den Berg. Mittlerweile gibt es aber eine Gondelbahn, die werden wir uns dann auf jeden Fall auch noch anschauen. Und es sind am Berg heroben auch alle Lifte und Pisten offen. Und die werden wir uns einfach mal alle anschauen und mal abchecken, wie es ausschaut heute. Hier drüben im bayerischen Teil vom Skigebiet Steinplatte, und zwar auf der Wickelmoosalm. Ich bin jetzt runtergefahren, wie versprochen, nach Seegatterl bei Reit im Winkel, die Talabfahrt. Die ist auf dem Pistenplan als Skiroute eingezeichnet, ist aber in Wahrheit einfach nur ein ganz normaler präparierter Skiweg, und zwar einer, der sich gerade halt ausgeht ohne Anschirmen. Somit bin ich da jetzt ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir gedacht, das wird vielleicht eine ganz coole Skiroute werden, ist es aber nicht. Die Talabfahrt kann man sich grundsätzlich sparen, die macht wirklich nur dann Sinn, wenn man da das Auto geparkt hat. Es gibt da einen relativ großen Parkplatz, wenn man von Reit im Winkel kommt, dann kann man da ins Skigebiet einsteigen, und da macht auch die Gondelbahn durchaus Sinn. Ansonsten könnt ihr euch das sparen, aber versprochen, wir schauen uns alles an wie immer. Was ich übrigens auch blöd finde, Ski und Gondel mit einer nehmen. Gondeln ohne Skiköcher, absolut sinnlos, heute nichts davon. Wasser und alles erinnern in der Gondel, Ski einschleppen, nein, ist ein Blödsinn. Gut, ansonsten aber eine ganz coole Bahn. Pistentechnisch einmal ganz kurz, hat mir bis jetzt sehr gut gefallen. Sonne ist leider keine rausgekommen, aber die Sicht passt ganz gut. Da drüben in Reit im Winkel ist es relativ, was heißt relativ, es ist extrem flach. Da auf der Winkelmoosalm, das ist für Anfänger ziemlich cool. Dafür sind auch die Pisten ziemlich voll, weil einfach extrem viele Anfänger da sind, die da auf und auf fahren. Ansonsten ist eher drüben auf der Steinplatte natürlich interessanter. Da gibt es sehr schöne, breite Pisten mit aller Schwierigkeitsgrade. Da ist für jeden was dabei. Somit eigentlich ein ganz cooles Skigebiet, recht abwechslungsreich. Bei den derzeitigen Verhältnissen ist es eigentlich echt nicht schlecht. Teilweise war es ein bisschen eisig. Aber wir schauen erstmal weiter und dann später mehr dazu. We'll be right back.
So, und da fahren wir wieder runter ins Tal. Ja, ich habe das meiste schon gesagt, hat mir wieder gut getaugt heute. Als Skigebiet gesehen ist die Steinplatte generell eher für Anfänger zu empfehlen. Es gibt sehr viele flache, breite Pisten, besonders der Bereich Winkelmoosalm drüben. Da ist super flaches Anfängergelände, super breite Pisten. Es war zwar dort viel los, weil das eben viel ausnutzen, aber gerade für Leute, die nicht Vollgas geben und die nicht so steile Pisten wollen, ist die Steinplatte ein super Gebiet. Gibt aber auch ein paar Bereiche, wo es eben schöne steile Pisten findest. An der Schwarzhofer Bahn beispielsweise kann ich empfehlen. Das war übrigens die einzige Piste des Tages, die firnig war. Alles andere war heute pulverig oder hart, stellenweise ein bisschen eisig. Ganz im Gegenteil zu gestern in Geiser Hintersee, wo es alles schön aufgeführt war. Besonders eisig war es am Plattenkogel, das hat mir nicht so gefallen, und an der Bäreck hinten. Ansonsten insgesamt hat es aber auch jetzt am Abend noch Pisten gegeben, wo du super kaufen hast, Kinder. Gerade der Hauptbereich auf der Steinplatten, an der Steinplattenbahn zum Beispiel, da war es richtig gut, bis jetzt um 4 Uhr noch super Carving schön gemacht. Es waren an den Bahnen nirgends Wartezeiten, obwohl eigentlich viel los war. Wir haben heute Sonntag und immer noch Weihnachtsferien, heute ist der letzte Tag. Es waren die Parkplätze gut gefüllt, es waren auch richtig viele Leute auf die Pisten, aber Wartezeiten hat es keine gegeben, die Lifte sind alle recht modern ausgebaut. Ja, Dorfahrt nach Weidring war halt noch schön, ist aber topografisch nicht möglich. Am Schluss nur ein Punkt, ich darf mich jetzt normalerweise aufregen, dass die meisten Lifte nur bis 15:45 fahren, alleine die Stablottenbahn, die fährt bis 16 Uhr und die Gondelbahn ins Tal, die fährt bis 16:30. Es ist allerdings so, dass ich das jetzt live mitgekriegt habe, wie die Leute so drauf sind, und somit verstehe ich das, dass man lieber schreibt, okay, 3:45 ist Schluss, weil die Leute haben einfach alle keine Uhr oder keine Planung oder weiß ich nicht was, weil es waren jetzt so viele Leute noch nach Betriebsschluss an den verschiedenen Bahnen, sind noch bis nach gefahren, wo du normalerweise nicht mehr fahren darfst, weil es eben topografisch in dem Skigebiet so ist, dass wenn du runterfährst und die Bahn steht, kommst du von dort nicht mehr weg. Ja, da fehlt einfach ein bisschen Hirn. Insofern verstehe ich das, warum man da dann um 3:45 sagt, okay, es ist Schluss. Wie gesagt, an der Steinplattenbahn geht es bis 4. Alle Bahnen sind naja, bis zu 10 Minuten länger gefahren und haben nur Leute mitgenommen, weil es einfach nicht anders gegangen war. Also insofern verstehe ich es diesmal. Gut, das war's wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.